Servus meine Herrschaften und herzlich willkommen zu Radetzky-Marsch von Josef Roth. Schauen wir uns an, was der Autor zur Doppelmonarchie Österreich-Ungarn zu sagen hat. Mit dabei sind Josef Trotta, der Held von Solferino, ein geistesgegenwärtiger kleiner Leutnant, der seinem Sohn Franz später verbietet, selber zum Militär zu gehen, dessen Sohn Karl Josef jedoch wieder Leutnant wird, wieder Opa, aber leider kein Held. Weitere wichtige Figuren sind der Militärarzt Demand, einer der wenigen Freunde von Karl Josef, der Graf Czojnicki, der einzige Paradiesvogel in dem gottverlassenen kleinen Grenzort, in den es Karl Josef verschlägt, und schließlich Frau von Tausig, eine ausgesprochen liberale, immer noch sehr gut aussehende Dame im mittleren Alter. So, das reicht. Es ist ein langer Roman, deswegen fangen wir lieber mal an. Radetzky-Marsch erscheint 1932 zunächst in der Frankfurter Zeitung, später als Buch und wird der größte Erfolg von Josef Roth. Und womit? Mit Recht. Wir fangen an mit der Vorgeschichte, nämlich der Schlacht bei Solferino, wo die Österreicher vergeblich versuchen, ihre italienischen Besitzungen gegen die Franzosen zu verteidigen. Und der junge Kaiser kommt aufs Schlachtfeld und sagt, geben Sie mal einen Feldstecher. Und er so, nein, Majestät, damit werden Sie zur Zielscheibe. Schmeißt ihn um und bang, wird er selber von dem Schuss getroffen, der für den Kaiser bestimmt war. Und er so, wie heißen Sie? Trotta? Nein, von Trotta. Denn er wird geadelt, er kriegt den Maria-Theresien-Orden und wird zum Hauptmann befördert. Ah, jetzt fängt ein neues Geschlecht mit mir an. Apropos Geschlecht, ich könnte auch mal heiraten. Das tut er, bekommt einen Sohn namens Franz und bemitleidet ihn. Och, jetzt musst du in der Schule schon lesen, das ist ja schrecklich. Zeig doch mal das Buch her. Und in dem Lesebuch von seinem Sohn stellt er fest, dass er selber vorkommt. Was? Der Held von Solferino? Das ist ja völlig sinnentstellt, wie das da dargestellt wird. Und er bemüht sich, sich auf dem Dienstweg zu beschweren. Das gelingt ihm aber nicht. Deswegen lässt er sich eine Audienz beim Kaiser geben und sagt, Majestät, das ist alles völlig falsch in diesem Lesebuch. Das ist gelogen. Ja, es wird viel gelogen, aber wir machen es besser. Sie werden sehen. Und zur Entschädigung wird er noch mehr geadelt. Er wird nämlich Freiherr und bekommt Geld für seinen Sohn. Und er verlässt jetzt aber das Militär und ist jetzt sowas wie sein Großvater, nämlich Bauer, nur mit einem Riesengut von seiner Ehefrau, die übrigens keinerlei Rolle im Roman spielt, wie alle anderen Ehefrauen auch. Zu seinem Sohn sagt er dann, Franz, du wirst Jurist, du gehst nicht zum Militär, aber ich würde viel lieber das Gut verwalten. Nein, das vermache ich dem Militärinvalidenfonds. Und kaum hat ein Freund von Franz, der jetzt schon natürlich ein bisschen älter ist, ihn porträtiert, stirbt der Held von Solferino. Und der Franz wird Bezirkshauptmann in einer kleinen Stadt in Mähren, was ihm ziemlich gut gefällt. Naja, es spielt ja auch jeden Sonntag die Militärkapelle immer zuerst den Radetzky-Marsch. Ach, Karl Josef! Denn sein Sohn kommt gerade in die Sommerferien aus der Militärakademie. Vater, so, dann wollen wir dich ja mal prüfen, ha? Ich traue keinem Zeugnis. 2 Stunden lang wird er geprüft. Dann ist Karl Josef echt fertig und zur Entspannung lässt er sich von der Frau des Wachtmeisters Slama in die Liebe einführen. Die ganzen Sommerferien lang, naja, das ergibt sich so halt, ja? Und er ist zwar echt schlecht in der Akademie, aber eines Tages kommt er nach Hause und sagt, Papa, ich bin jetzt Ulanenleutnant. Hervorragend, mein Sohn. Zur Belohnung fahrst mit mir nach Wien. Übrigens, die Frau vom Wachtmeister Slama ist gestorben. Wo süßen? Und bei einem sehr peinlichen Kondolenzbesuch erhält er die Liebesbriefe zurück, die er Frau Slama geschrieben hat. Nein, Papa wusste es, Slama wusste es, keiner hat was gesagt. Deshalb ist er froh, dass er jetzt zur Armee geht. Also, das ist meine Kaserne. Ich hasse nur diese Abende im Casino und da muss man auch noch immer zusammen ins Bordell gehen. Hallo, Demand ist mein Name. Ich hasse das auch im Bordell, diese Liebesmanöver. Was? Hier hängt ja ein Porträt von seiner Majestät im Bordell. Unerhört. Und weil er ihn nicht selber retten kann, wie der Opa, rettet er jetzt das Porträt. Demand ist unglücklich. Boah, ich hasse die Armee und meine Frau auch. Hast du was mit meiner Frau? Und er so, nein, und das stimmt auch. Aber dummerweise wird er dann mal in der Stadt mit der Frau vom Demand gesehen und so ein besoffener Kamerad von ihnen, ein Offizier, sagt zu Demand, ich würde mal besser auf meine Frau aufpassen, Jud. Denn der ist ein Jude, übrigens wie Josef Roth auch. Und der dann so, Duell. Und Schluck, ja, müssen wir uns schießen. Oh Gott, ey, ich hätte mich schon längst von der Frau trennen sollen und jetzt will ich aus Blödheit zum Held. Und bang, erschießen sie sich gegenseitig bei diesem Duell und der Karl Josef Sohn. Oh nein, ich bin schuld an diesem Unglück, ich lasse mich versetzen. Und zwar erstens in den zweiten Teil des Romans, zweitens zur Infanterie, was schon ein Abstieg ist von der Kavallerie, ja. Und dann noch an die russische Grenze, oh, hier gibt es nur Sumpf und Sauferei. Der einzige Lichtblick ist der Graf Czojnicki. Ja, aber mich gibt es nur im Sommer, ja, im Winter bin ich an der Riviera. Oder in Wien, ich bin ja auch so Reichsratsabgeordneter, aber mehr als Hobby, ne. Dieses kaputte Reich zerfällt ja schon vom Hinschauen in lauter Nationalstaaten. Währenddessen erlebt der Bezirkshauptmann zusammen
seiner Überraschung, dass sein alter Diener Jacques, den er noch von seinem Vater geerbt hat, stirbt. Was soll denn das heißen? Er war doch immer so gesund. Ach, das wirft mich jetzt schon aus der Bahn. Ich mache mal was ganz Verrücktes. Ich besuche meinen Sohn. Er fährt also in diese kleine Grenzstadt und trifft seinen Sohn und sagt ihm so, der Jacques ist tot. Was? Und dann kommt der Czernicki und sagt, hallo, Czernicki, ich bin ein Freund von Ihrem Sohn. Saufen wir zusammen. Und sie saufen zusammen und der Czernicki erzählt so, aus Familientradition betreibe ich ja die Alchemie, gell? Aber das ist genauso verkalkter Blödsinn wie die ganze Monarchie. Heute zählt Elektrizität und Nitroglycerin statt Gold machen. Und das erschüttert den Bezirkshauptmann. Sein Sohn säuft jetzt übrigens und er so, pass mit dem Schnaps auf und er würde gerne etwas Sinnvolles, etwas Besonderes sagen, aber es fällt ihm nichts mehr ein. Das Heldentum ist aufgebraucht. Er kann nichts Bedeutendes mehr sagen. Um die Offiziere noch schneller zu ruinieren, wird jetzt ein Spielsalon im Ort eingerichtet und Trotter lässt sich breitschlagen, für die Schulden eines Kameraden zu bürgen. Immerhin lernt er jetzt Frau von Tausig kennen, durch den Grafen nämlich, und die so, mein Ehemann ist gerade in der Klapsmühle, da ist er regelmäßig, ich bräuchte noch einen Leutnant für meine Sammlung. Und sie lieben sich zum ersten Mal im Zug nach Wien und dann fährt der Trotter immer für 2 Tage unerlaubterweise dorthin und besucht sie dort. Als er mal wieder in der Kaserne ist, sagt sein Major zu ihm, Trotter, Sie führen morgen die Aktion gegen die streikenden Arbeiter. Ja, also das ist schrecklich. Plötzlich streiken überall die Arbeiter und wollen mehr Geld und irgendwelche Rechte. Dummerweise werfen sie Steine und der Trotter ist total mit der Situation überfordert. Er ist auch kein guter Soldat, muss man sagen. Deswegen sagt er, Feuer! Und es gibt viele Tote. Karl Josef wird auch verletzt und müsste sich eigentlich rechtfertigen, müsste eigentlich bestraft werden für dieses Massaker, das er da veranstaltet hat. Aber der Kaiser persönlich begnadigt ihm. Und dann begegnet er ihm auch noch bei einem Manöver. Ah, der Held von Solferino, das war mein Großvater, Majestät. So? Und genauso senil wie der Kaiser ist die ganze Monarchie. Karl Josef will jetzt weg von der Armee, ja, will mit Frau von Tausig in Wien leben und fährt ständig zu ihr, wofür er Schulden macht und außerdem von dem gutmütigen Kameraden Jedlicek gedeckt wird. Eines Tages kommt der Geschäftsmann Kapturak zu ihm, bei dem er die Schulden hat, und sagt, Ihr Kamerad Jedlicek ist als Spion verhaftet. Was? Ich will mein Geld zurück, immerhin sind Sie sein Freund. Wie bitte? Und weil ich sein Freund bin, soll ich auch ein Spion sein, oder was? 7200 Kronen, nächste Woche. Fast hätte er ihn aufgespießt. Jetzt allerdings muss er den schwersten Brief seines Lebens an seinen Vater schreiben. Der ist jetzt ziemlich alt geworden und der Brief erschüttert ihn natürlich. Ja, wie bitte? Schulden? Spionageverdacht? Das ist ja eine Familienschande! Weil er das Geld nicht hat und auch keinen Kredit bekommt, fährt er Hals über Kopf nach Wien und terrorisiert die Hofbeamten so lange, bis er tatsächlich innerhalb von 3 Tagen eine Audienz beim Kaiser bekommt. Und er stellt fest, er könnte ein Zwillingsbruder des Kaisers sein und sagt, Majestät, ich bitte um Gnade für meinen Sohn. Ah, der mir damals das Leben gerettet hat. Nein, das war mein Vater. Ach so? Was hat er dann angestellt? Schulden wird erledigt. Und zum zweiten Mal rettet der Kaiser Karl Josef, statt von ihm gerettet zu werden. Die Monarchie wird in der Grenzstadt bei einem großartigen Sommerfest zu Grabe getragen, denn plötzlich erschallt der Ruf, der Thronfolger ist in Sarajevo erschossen worden. Trotzdem verlässt Trotter die Armee und wird Verwalter beim Grafen. Zum ersten Mal in meinem Leben bin ich wirklich zufrieden. Aber das Ganze dauert nicht lange. Dann wird er eingezogen, damit die Armee sich zurückziehen kann. Auf dem Rückzug von den Russen ist es sehr heiß. Wasser ist Mangelware. Irgendwann kommen sie an einen Brunnen. Aber da liegen die Russen schon im Hinterhalt. Und Karl Josef fühlt jetzt seine Stunde für eine Heldentat gekommen. Jungs, ich hole euch Wasser. Bang, wird er erschossen. Im Epilog lernt der Bezirkshauptmann Frau von Tausig kennen, die ihm schreibt, weil sie in Wien als freiwillige Krankenschwester in einem psychiatrischen Krankenhaus für Kriegsopfer arbeitet, wo auch der Czernicki behandelt wird. Und er so, waren Sie der Grund für die Affäre damals von meinem Sohn? Ja, na, ich wollte, er hätte noch eine Affäre mit Ihnen. Und der Czernicki sagt, der Alte stirbt. Und tatsächlich stirbt der Kaiser kurz darauf und sein alter Ego, der Bezirkshauptmann, ebenfalls. Und mit ihm stirbt auch die Doppelmonarchie und der Roman ist zu Ende. Vielleicht denken Sie jetzt, naja, so spannend ist die Geschichte ja nicht. Mag sein. Was dieses Video leider nicht vermitteln kann, ist die Art, in der Josef Roth das Porträt dieser verlorenen Zeit schreibt und die Radetzky-Marsch wirklich zu etwas Besonderem macht. Deshalb will ich ihn am Schluss selbst zu Wort kommen lassen. Die Zeit war damals strenge, wie man weiß. Aber sie erkannte Ausnahmen an und liebte sie sogar. Es war einer jener wenigen aristokratischen Grundsätze, denen zufolge einfache Bürger Menschen zweiter Klasse waren, aber der und jener bürgerliche Offizier Leibadjutant des Kaisers wurde. Die Juden auf höhere Auszeichnungen keinen Anspruch erheben konnten, aber einzelne Juden geadelt wurden und Freunde von Erzherzögen.
Die Frauen in einer überlieferten Moral lebten, aber diese und jene Frau lieben durfte wie ein Kavallerieoffizier. Es waren jene Grundsätze, die man heute Verlogene nennt, weil wir so viel unerbittlicher sind. Unerbittlich, ehrlich und humorlos. Und das, liebe Gemeinde, war Radetzky-Marsch von Josef Roth. Vielen Dank.